Bäume, soweit das Auge reicht. Der größte Privatwald in ganz Rheinland-Pfalz. Seit über 500 Jahren im Besitz der Grafen von Hatzfeld. Wald nützt allen und schadet keinem. Jetzt nennen Sie mir ein zweites Produkt, wo das so ist. Waldwirtschaft in stürmischen Zeiten. Ein Orkan hat alles für sie verändert. So kriegsähnlich, unvorstellbar. Es war wie so eine Bombennacht über Dresden oder so, was hier passiert ist. Ein neues Zuhause für Tannenkinder. Für jedes wird ein guter Platz gesucht, zwischen anderen Baumarten. Am besten am Stock eines alten, absterbenden Baumes. Seine alten Wurzelkanäle kann der Tannenzwerg gut nutzen, um sich hier schnell einen sicheren Stand zu erarbeiten. Vor 25 Jahren noch pflanzten die Forstarbeiter eine 500.000 Setzlinge pro Jahr. Inzwischen sind es nur noch 2% davon. Und in Zukunft soll hier alles von alleine wachsen. Naturverjüngung heißt das. Er steht für diese Zukunft. Nikolaus Graf von Hatzfeld. Früher war er in der Tourismusbranche erfolgreich, plante Hotelburgen an unberührten Südseestränden. Nachhaltigkeit war damals noch kein Thema für ihn. Ich setze jetzt hier vorne noch eine. Können Sie halt nicht immer an die Also erstmal ist es natürlich ein Traum. Ich will jetzt gar nicht sagen, ein Traumprodukt. Das ist auch ein Traumprodukt, aber es ist ein Traummetier, mit dem ich mich hier beschäftigen darf. Es ist auch schön, mit der Natur zu sein, mit diesen ganzen Risiken, die natürlich damit einhergehen. Aber das mitgestalten zu dürfen, ist eine große Freude. Neben seiner Begeisterung steht die Sorge, wenn die Durchschnittstemperaturen im Westerwald um 2 Grad ansteigen, bedeutet das für viele Baumarten das Ende? Ich denke, die größte Bedrohung ist das, was man nicht selber in der Hand hat. Und das ist im Moment der Klimawandel. Das muss in die Köpfe reingehen, dass das nicht nur uns hier als Waldbauern betrifft, sondern dass das jeden betreffen wird, ein Klimawandel. Und wir, meiner Ansicht nach, tun wir noch viel zu wenig dafür. Im äußersten Nordwesten von Rheinland-Pfalz liegt es, das Wildenburger Land, zwischen Westerwald, Siegerland und Bergischem Land. Das alles wird einmal ihm gehören. Jedenfalls so ziemlich jeder Baum, der hier wächst. Nikolaus Graf von Hatzfeld, genannt Graf Nico, hat gute Chancen, den größten Privatwald in Rheinland-Pfalz zu erben. Er wohnt in Wissen auf Schloss Schönstein. Hier werden 15.000 Hektar Waldbesitz verwaltet. Die Hälfte davon liegt übrigens in Brandenburg und Thüringen. Früher war sein Vater Verwalter hier. Seit 16 Jahren führt nun Graf Nico die Geschäfte. Der Vater von 4 Kindern bereitet vielleicht auch einer kommenden Generation von Waldgrafen und Gräfinnen den Weg. Also einmal bin ich ja hier aufgewachsen und hab den Betrieb, nicht als Betrieb, sondern als Zuhause und Familienzuhause erlebt. Deshalb war es mir bekannt, hier zu sein. Und da mein Vater zufrieden mit der Aufgabe war, hoffte ich, das auch zu werden, und das hat sich bestätigt. Mehr als 500 Jahre reicht die Familiengeschichte zurück. Wir haben zuerst gesessen, Mitte des 13. Jahrhunderts auf der Wildenburg. Die Wildenburg war deshalb interessant, weil da die Straße zwischen Bad Reichenhall und Köln entlang lief, wo das Salz transportiert wurde. Salz war wertvoll, das heißt, man konnte eine ordentliche Maut einstreichen, und das war sozusagen eine Mautritterburg oder eine Raubritterburg. Dann wurde im 15. Jahrhundert geheiratet nach Krottorf. Damit war sozusagen das Gebiet schon nach Süden ein bisschen geschickt weiter ausgeweitet. Und der südliche Teil, wo wir heute hier sind, in Schönstein, mit der Sieg, das war kurkölnisches Lehen, weil damals der hiesige Besitzer war in Diensten vom Kurfürsten von Köln. Nur dass das Lehen
1589 als Eigentum sich hier schön einfügte. Seit 1589 hat sich an den Außengrenzen des Besitzes nichts geändert. Nur landwirtschaftliche Flächen wurden 1947 von den französischen Besatzern enteignet. Die Wildenburg, wo alles anfing mit der Familiengeschichte, ist heute Forsthaus. Graf Nico ist zu Besuch mit seinem Onkel Graf Hermann und dem zweiten Geschäftsführer Franz Straubinger. Gemeinsam mit dem Förster macht sich das Führungstrio auf den Weg in den Wald. In jedem der 5 rheinland-pfälzischen Reviere machen sich die Grafen jährlich ein Bild der Lage. Waldbereisung nennt sich das. Hier wird ein alter Fichtenbestand umgebaut zu einem Mischwald. Minimum 4 Baumarten sollen nebeneinander wachsen, in einem stabilen Gleichgewicht. Alles im Betrieb dreht sich um seine Vision vom ökologischen Waldbau. Hermann Graf von Hatzfeld, der Eigentümer. Die Vision ist, dass wir einen Wald haben, der, also wir nennen das ja den Dauerwald, nicht? Der vielfältig aufgebaut ist, also viele Baumarten hat, verschiedenen Alters, immer auf der Fläche, wo man sozusagen durch ständige Pflege gleichzeitig wertvolles Holz ernten kann, der widerstandsfähig ist, soweit das gar überhaupt möglich ist, gegen Naturereignisse. Naturereignisse wie dieses hier. In der Nacht zum 1. März 1990 fegt Orkan Wiebke durch den Westerwald. Das war unglaublich. Das war, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass über Nacht eine Landschaft sich so verändern würde. In dem Wald Hermann von Hatzfelds knicken 300.000 Fichten um. Die Holzernte von 10 Jahren, ein existenzieller Schlag. Und mir ist klar geworden, nach Wiebke, dass wenn wir weiter so arbeiten, wie das in den Jahrzehnten vorher gewesen ist, dass wir an die Wand fahren. Umbau auf einen stabilen Wald, der besser gegen Stürme gerüstet ist. Kaum ein Waldbesitzer hat so klare Konsequenzen aus der Katastrophe gezogen wie Graf Hermann, Eigentümer seit 1969. Ein Ökopionier der ersten Stunde, Princeton-Absolvent, Wortführer der Gorleben-Gegner. Gefragter Experte auch beim Thema Waldsterben in den 80ern. Die Umstellung auf ökologische Wirtschaft im eigenen Betrieb entspricht Hermanns tiefsten Überzeugungen. 1998 wird er Ökomanager des Jahres, gekürt von der Zeitschrift Kapital und dem WWF. Die guten alten Rückepferde konnten mit der Technisierung nicht Schritt halten. Die Holzernte läuft auch im Ökowald inzwischen schwer motorisiert ab. Die neue Generation von Vollerntern, sogenannten Harvestern, verträgt sich offenbar gut mit dem schonenden Leitbild. Seit mehr als 500 Jahren machen die Hatzfelds Holz zu Geld. In stürmischen Zeiten wird dieses Geschäft wieder riskanter. Diese Lektion hat Orkan Wiebke der Familie beigebracht. Ich persönlich hatte das gar nicht dran gedacht, weil das noch nicht vorher in dem Maße passiert war, was für einen Einfluss das auf den Holzmarkt haben würde. Aber rückblickend habe ich es natürlich sehr genau gemerkt, dass wir plötzlich für wertvolles Fichtenholz nur noch die Hälfte oder 2/3 des Preises bekommen haben, einfach weil der Markt verstopft war. Aber im Wald kann man nicht nur mit Holz Geld verdienen. Ganz ohne Ernte geht es in der Nähe von Friesenhagen. Aus einem Umkreis von 100 Kilometern kommen Menschen hierher, um für ihre letzte Ruhe einen Platz unter Baumwipfeln zu suchen. Und später kommen dann die Angehörigen zu einer Urnenbestattung in besonderer Atmosphäre. Für immer mehr Menschen ist Wald ein Ort, wo sie sich mit ihrer Spiritualität gut aufgehoben fühlen. Ein Areal so groß wie 140 Fußballfelder ist für den Ruheforst reserviert. Hatzfelds halten hier nur die Wege instand. Alles andere überlassen sie den Kräften der Natur.
Der Campingplatz im Eichenwald gehört schon seit 43 Jahren zum Hatzfeldschen Betrieb. Dass er inzwischen 4 Sterne trägt und schwarze Zahlen schreibt, ist vor allem sein Verdienst. Matthias Weber. Besonders stolz ist er darauf, hier einen klimafreundlichen Betrieb geschaffen zu haben. Er findet, das gehört sich so für einen ökologischen Waldbesitzer. Zum Beispiel fragte er bei den Hatzfelds an, warum man eigentlich nicht den Campingplatz mit selbstproduzierten Hackschnitzeln befeuert. Gesagt, getan. Die Anlage hat 80 kW, wird mit unseren selbstproduzierten Hackschnitzeln betrieben. Und wenn man da mal in den Kessel guckt, so gigantisch ist das gar nicht, was da an Feuer nötig ist. Man sieht im Moment noch ein bisschen Restglut unten drin. Es ist ein relativ kleiner Brennraum, aber es hat eine große Wirkung. Also hier bei unseren Warmwassertanks gucken, hier haben wir 4000 Liter Heißwasser im Vorrat, die werden damit erhitzt. Und von hier werden dann in den übrigen Gebäuden weitere Pufferspeicher beheizt. Ständig neue Ideen, immer mehr Verantwortung. So ungefähr könnte man Webers Karriere im Hatzfeldschen Betrieb beschreiben. Dazu gehören auch die Solarpanels auf dem Dach. Was haben wir denn produziert, Herr Weber? Gucken wir mal. Da haben wir es, Ertrag. 12.115 Kilowattstunden. Ja. Und kann man sehen, wie viel wir selber gebraucht und wie viel wir eingespeist haben? Wir kommen hier auf 80% Eigenverbrauch. Das ist ein deutlich besserer Wert wie beispielsweise in einem Privathaushalt. Die ökologische Ausrichtung des Campingplatzes ist vielen Gästen gar nicht so wichtig, sagt Manager Matthias Weber. Doch er hat in den erneuerbaren Energien sein Steckenpferd gefunden. Sie haben ja gesagt, Herr Weber, übernehmen Sie mal die Ferienbetriebe und machen was Schönes draus. Und das habe ich dann versucht zu machen. So einfach war das. Ja, das war ziemlich einfach. Ja. Ja. Er ist ein Tausendsasser und deshalb ist dieses bunte Geschäftsfeld, was sich hier in den Ferienbetrieben für ihn bietet, glaubten wir, dass das gut übereinander passen kann, die Schablone und die Wirklichkeit. Klimafreundliche Ideen umsetzen. Im Betrieb der Waldgrafen wird sowas einfach gemacht. Anderswo stoßen sie an Grenzen. Ausgerechnet Windkraft könnte helfen gegen Orkane. Denn Klimawandel bedeutet immer mehr, immer verheerendere Stürme. In der Nachbargemeinde Gebhardshain stehen sie schon. Nur nicht im Hatzfeldschen Forst, dem nachhaltigsten Wald weit und breit. Ich würde mich darüber freuen. Ich bin schon in den 80er Jahren in Bonn auf den Demos gegen Atomkraft gewesen. Und wir haben jetzt die Chance, da was dran zu ändern, die Atomkraft endgültig abzuschalten. Wir haben die Chance der Wertschöpfung hier vor Ort. Wir haben die Chance, die Monopolstellung der Konzerne ein bisschen zu verringern. Und wenn das dann auch noch hier im Westerwald stattfindet und am besten natürlich noch mit unserer eigenen Beteiligung, mit meiner Beteiligung, finde ich das eine tolle Sache. Wir sind direkt mit dem Wald, mit der Waldwirtschaft betroffen. Viele Baumarten halten 2 Grad mehr Durchschnittstemperatur nicht aus. Ich habe Kinder, ich möchte auch, dass die weiterhin auf Wald schauen und weiterhin Luft atmen können und nicht unter einer Käseglocke, einer hyperventilierenden Käseglocke aufwachsen müssen. Bisher sind sie mit ihren konkreten Plänen gescheitert an Bedenken von Artenschützern und Touristikern. Doch das Ziel von Windrädern im eigenen Wald wollen sie nicht aus den Augen verlieren. Wer bei den Hatzfelds jagen darf, muss einmal im Jahr zum Schießstand. Alle kennen sich hier. Eine Gemeinschaft, wie sie sonst in der Forstwirtschaft nicht üblich ist. Manchmal liegt es am Geiger und nicht an der Geige. Als die Hatzfelds auf ökologischen Waldbau umstellten, veränderten sie auch die Jagd radikal. Verringerten die Pachtbeträge, damit sich das nicht nur reiche Jagdtouristen leisten können. Trophäen sind nicht mehr das Ziel unserer Jagd. Und der traditionelle Jäger legt da mehr Wert drauf. Und das bedeutet, wenn er hohe Trophäenaffinität hat, große Trophäen haben möchte und auswählen möchte aus einer Vielzahl von Tieren, dass zu viele Tiere im Wald sind und die Naturvölker auffressen. Die sportliche Konkurrenz am Schießstand beflügelt auch die Qualität der Schützen.
Die wird von der Hatzfeldschen Verwaltung jährlich überprüft. Auch die von Brigitte und Werner Roth, die seit 34 Jahren Jagdpächter bei den Hatzfeld sind. Gesetzlich ist so ein Schießleistungsnachweis bisher nur in Nordrhein-Westfalen verordnet. Und das erst seit 2015. Der Schießnachweis, den halte ich schon für sehr sinnvoll, damit Leute auch auf den Schießstand gehen und auch trainieren und nicht auf wild trainieren. Keiner würde Fußball spielen gehen, ohne vorher zu trainieren. Und wer war besser? So, haben wir geschafft. Wer war besser? Mein Mann 2 Punkte besser. Er hat 76 und ich 74. 50 hätten wir gewusst. Wir verabreden uns mit den Roths in ihrem Pachtrevier bei den Hatzfelds. Sie wollen uns zeigen, worauf es bei der Revierpflege ankommt. Zu Füßen einer alten Monokultur wächst hier eine kerngesunde, gemischte Waldgeneration heran. Tannenwunderland hat ein Forstexperte das hier kürzlich getauft. Weil es überaus ungewöhnlich ist, dass in einem deutschen Wald Tannenkinder ohne schützenden Zaun aufwachsen. Bei den üblichen Wildbeständen wäre hier längst alles weggeknabbert. Fast täglich kommen die Roths. In den seltensten Fällen, um etwas zu schießen. Die meiste Arbeit macht die Revierpflege. Sind die Hochsitze sicher? Ist die Sicht frei für die Schützen bei der bevorstehenden Treibjagd? Einmal im Jahr kommt der Hatzfeldsche Forstverwalter zur Kontrolle in ihr Pachtrevier. Uns macht zufrieden, dass unsere Wälder das, was sie über Jahrhunderttausende gelernt haben, hier machen können, nämlich sich natürlich verjüngen. Das ist in Deutschland nur auf kleinen Flächen möglich und nur möglich, wenn solche Jäger uns begleiten. Was hier jetzt steht, ist durch die Jagd entstanden. Wir müssten uns jetzt noch kurz abstimmen, was wollt ihr im nächsten Jagdjahr erlegen? Ja, oder sagt ihr bitte? Die Abschüsse haben sich ja eigentlich in jedem Jahr vermehrt und nicht verringert durch den erhöhten Abschuss. Franz Straubinger führt die Geschäfte im Hatzfeldschen Betrieb seit 1993. Nachdem Orkan Wiebke das konventionelle Leitbild hinweggefegt hatte, suchte Graf Hermann einen Experten, der seine Vision vom ökologischen Waldbau in die Tat umsetzt. Es hieß, er ist der Shooting-Star im Bayerischen Forstverwaltung. Und da habe ich um seine Hand angehalten. Ich glaube, das hat ein Jahr gedauert. Das war nicht leicht, weil ein Shooting-Star im Bayerischen Forstbetrieb, also ein Staatsangestellter, in einen Privatbetrieb zu gehen, das war ein mutiger Schritt. Das war richtig eine Werbung. Und dann irgendwann hat er dann Ja gesagt. Es ist ja für jemanden, der mit Wald zu tun hat, wie für mich, wunderschön, wenn man in Verantwortung, aber auch in Freiheit und im Respekt mit einem Waldeigentümer diese Ideen umsetzen kann. Und zwar nicht nur so, wie man selber möchte, sondern im permanenten Dialog mit dem Waldeigentümer. Und das war hier eine wunderschöne Kombination und eine wunderbare Ehrlichkeit. Nach oben gucken, nicht nach unten in die gemischte Führung, nach oben. Das ist ein Produkt der Preußen. Nach den napoleonischen Kriegen waren die hier bei uns und haben für Ordnung gesorgt. Das Problem war dann, dass man vom reinen Nadelholz nicht mehr weggekommen ist. Wir haben diese beiden Typen eines Einbaumwaldes versucht, über eine naturgemäße Waldwirtschaft zukunftssicher zu machen. Das heißt, unten drin ist eine bunte Palette von Bäumen. Künftig werden diese beiden sehr markanten, unterschiedlichen Bewirtschaftungstypen zusammenwachsen. Und dann sind wir bei dem, was wir unseren Dauerwald nennen. Dauerwald heißt dauernd Holz machen, dauernd pflegen, dauernd jagen und dauernd Geld verdienen. Das ist der Dauerwald. Ne? Weil viele Investitionen hier über die Natur selber ablaufen. Aus der Vision ist nach 23 Jahren Waldumbau unter Straubinger Wirklichkeit geworden. Graf Nico, der diesen Wald ja von Kindesbeinen an kennt, gesteht demütig: Bei Straubinger lerne ich täglich dazu. Heute sind es Delegierte der deutschen Landwirtschaftskammern, die auf eine Exkursion staunen dürfen. Über einen Wald, der nicht nur nachhaltig ist, sondern auch einfach schön.
Übrigens nutzt Franz Straubinger solche Ausflüge gerne mal, um mit dem Mythos vom Urwald aufzuräumen. Viele Menschen sehnen sich nach einem Naturwald, der ganz und gar sich selbst überlassen ist. Doch so einen Wald gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr. Da unsere Natur seit Jahrtausenden von Menschen überformt wurde, wird es laut Straubinger auf absehbare Zeit ohne menschliches Handanlegen nicht gehen, auch im Ökowald nicht. Hier müssen zum Beispiel die schnell wachsenden Birken zurückgedrängt werden, die sonst alle anderen Arten im Mischwald überschatten. Für so einen Waldumbau braucht es die richtigen Mitarbeiter. Der Rahmen ist klar, der Rahmen wird gegeben. Es wird sehr viel Verantwortung auch abgegeben und das geht nur mit Vertrauen. Und in die Ökologie muss man eine Einsicht haben. Wenn ein Mitarbeiter darin nicht eine Einsicht hat, diesem System zu folgen, dann hätten wir Schwierigkeiten. Da hatten wir als Waldarbeiter 10 ganz harte Jahre. Weil die ersten Lücken wurden konsequent von der Brombeere übernommen. Ah, ja. Das war katastrophal, was wir hier an Brombeeren hatten. Ich war vorher Waldarbeiter, ob ich dann freitags nachmittags den letzten Baum noch gefällt habe oder nicht, das war dem Baum völlig wurscht. Heute habe ich mit Menschen zu tun und wenn die freitags mit einem Anliegen zu mir kommen, muss ich das an dem Freitag auch noch erledigen. Die warten nicht bis montags. Und viele Dinge sind also mit einem Zeitfenster behaftet und man ist gezwungen, Dinge zu erledigen. Das sorgt für Druck, das sorgt auch dafür, dass man mal länger machen muss oder Dinge erledigen muss, obwohl man eigentlich was anderes gerne tun würde. Ja. Die meisten Wälder in Deutschland sind Staatseigentum. Da wäre so ein Typ wie Straubinger nicht glücklich. Hier kann er durchregieren. Ein Mann mit Führungsanspruch. Straubinger hat nicht nur den Wald durchforstet, sondern auch den Betrieb, berichtet Matthias Weber. Er war Betriebsrat, als Straubinger das Personal zusammensparte. Man kann schnell sagen, ja, bei Herzfeld, der hat die Hälfte der Leute entlassen. Das kann man schnell sagen. Oder nicht der Herzfeld. Graf Herzfeld, der Straubinger hat sie entlassen. Er hat sie auch nicht entlassen, er hat sie ja nur nicht wieder ersetzt. Ja, genau. Es hat ja so gut wie keine Entlassungen in dem Sinne gegeben. Genau. Unser Betrieb ist sicherlich heute ein Vorzeigebetrieb, was die Bedingungen der Mitarbeiterbezahlung und alles, was dazugehört, angeht. Aber die Entwicklung von einem Betrieb, der ehemals auf 7.500 Hektar gearbeitet hat mit etwa 50 Mitarbeitern und heute auf 15.000 Hektar mit zusätzlichen Geschäftsfeldern arbeitet mit 25 Mitarbeitern, ist aus Arbeitnehmersicht natürlich, stimmt das etwas nachdenklich. Denn wo sind die 25 Mitarbeiter denn jetzt? Die Menschen sind ja noch da. Die Holzernte ist inzwischen fast komplett ausgelagert. Doch die Subunternehmer, denen auch die Fahrzeuge gehören, arbeiten oft schon seit Generationen für die Waldgrafen. Viele wurden in ihrem Betrieb ausgebildet. Auch sie müssen wissen, worauf es hier ankommt. Welcher Baum geerntet werden darf und welcher auf keinen Fall beschädigt. Denn Kahlschläge sind tabu im Dauerwald. Die Software im Cockpit steuert die Holzernte nach Kundenwunsch. Welche Dicke ist gefragt, in welcher Länge? Beim Ernten werden die Stämme schon vermessen und sortimentiert. Jeder Baum, den die Waldgrafen ernten, hat also schon eine ganz konkrete Bestimmung. Und wird möglichst frisch geliefert. Ungespritztes Ökoholz ist besonders anfällig gegen Schädlinge. Da ist die reibungsfreie Zusammenarbeit mit den Holzabnehmern wichtig. Das sind Sägewerke in der Region. Mit Firma Hassel aus Stockholm zum Beispiel arbeiten die Waldgrafen schon in der 5. Generation zusammen. Auch so etwas verstehen sie unter Nachhaltigkeit. Wenn man zum Beispiel eine Holzmarktkrise gemeinsam bewältigt. Straubinger und Hassel haben so etwas schon mal erlebt. Sturmwurf Kyrill, 17. 18. Januar 2007, ein ganz böser Tag. Das ist die böse Erinnerung. Die gute Erinnerung ist, dass wir hier bei der Firma Hassel das Holz einlagern durften. Das heißt, wir hatten jemanden, der die Infrastruktur vorbereitet hat, der jeden Tag sich um die Wasserspende, um die Wasserversorgung gekümmert hat und der dann dieses Holz nach 3 oder 4 Jahren gekauft hat. Also der Platz verbindet 2 sozusagen Herzen in meiner Brust. Einmal die wehleidige wegen Sturm und die menschlich sehr angenehme durch diese wunderbare Geschäftsverbindung. Und wie war das für Sie? Also was bedeutet Sturm für Sie? Ein gefundenes Fressen? Sturm ist für uns nur von Nachteil. Wir haben dann in einem Jahr unheimlich viel an Menge
was am Boden liegt und was wir kaufen können. Und die Preise gehen runter. Wenn Rundholzpreise runtergehen, gehen auch Schnittholzpreise runter. Also wir verdienen da gar nichts dran. Wir haben aber dann den Nachteil, im darauffolgenden Jahr oder Jahren fehlt uns dieses Holz, weil ja wieder eingespart werden muss. In Deutschland gibt es ja das Prinzip der Nachhaltigkeit. Es darf nur so viel geschlagen werden, wie auch nachwächst. Und wenn so viel umgefallen ist, dann fehlt uns das in den nächsten Jahren. Deswegen von uns aus als Säger braucht es keinen Sturm zu geben. Der globale Klimawandel beschäftigt sie weiter. In der Verwaltung in Wissen kommt das Führungstrio zusammen. Es geht um den Plan, Windkraftanlagen im eigenen Wald aufzustellen. Die Hatzfelds haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die Beeinträchtigung der Fauna, Lärm, Schattenwurf und Wirkung aufs Landschaftsbild. Das alles haben sie geprüft. Jetzt ist die Frage, wie sich die Verbandsgemeinde positioniert. Und die hat jetzt entschieden, dass ein Flächennutzungsplan Windkraft aufgestellt wird. Das heißt, dass im Moment für 2,5 Jahre keine Genehmigung erteilt wird, auch kein Antrag gestellt werden kann, sondern erstmal die Planung der Gemeinden abzuwarten ist. Wichtig ist auch, dass klar ist, dass wir nicht die Betreiber und die Investoren sind. Ja, nicht? Exakt. Das wird ja oft so in der Öffentlichkeit so dargestellt, als wenn wir da hier riesen. Wir stellen nur die Fläche zur Verfügung, wenn es eine Genehmigung gibt. Und dieses Wenn steht ja nur jetzt im Raum. Das wird geprüft und das wird ja auch lange dauern, bis man da eine Entscheidung dann haben wird. Wenn es klappt, schön. Wenn es nicht geht, weil die Bevölkerung das nicht haben will, dann ist es eben so, lässt sich nicht ändern. Drückjagd im Revier Oberbirkholz. Frühmorgens beziehen die Schützen Posten. Aus den adeligen Gesellschaftsjagden sind im Hatzfeldschen Forst reine Arbeitsjagden geworden. Viele der Jäger arbeiten im Betrieb. Graf Nico persönlich lässt sich fast keine Jagd entgehen. Ich denke, es motiviert auch die Leute, wenn ich auch mit rausgehe, egal was für ein Wetter ist. Ist ja nicht immer so schön wie heute. Ich möchte auch sehen, wie so eine Jagd abläuft. Nee, das war zu schnell. 20 Mal ansitzen, ohne was zu schießen, ist im Hatzfeldschen Forst keine Seltenheit. Das machen Trophäenliebhaber nicht mit, sondern nur zuverlässige Waldliebhaber wie die Roths. Gegenüber durchstreifen die Treiber das Dickicht. Schwer, hier etwas zu erhaschen. Nur kurz zeigt sich ein Fuchs und ist schon wieder in sicherer Deckung. Ein guter Lebensraum für wilde Tiere. Als wir die naturgemäße Waldwirtschaft sozusagen etabliert haben, wurde alles verbissen. Es kam keine kleine Pflanze hoch, weder ein Bäumchen, noch ein Gras, noch eine Blume. Erst durch die rapide Absenkung des Wildbestandes ist möglich, dass sich der Wald verjüngt hat. Heute sind Wild und Wald im Einklang. Das heißt, der Wald kann sich verjüngen und gleichzeitig diese Menge an Wild auch ernähren. Mengen an Wild? Heute kamen nur ein Reh und ein Wildschwein auf 60 Jäger. Um den Jagderfolg geht es hier nicht, sondern um ein gemeinsames Projekt. Hier wissen alle, worauf es ankommt, im größten Privatwald von Rheinland-Pfalz. Ich sitze hier und kann darüber nachdenken, was ich alles im Büro zu machen habe, aber auch über Lösungen. Und noch etwas kann man hier im Hatzfeldschen Forst gut üben. Demut gegenüber den Launen der Natur, die man auch mit nachhaltiger Waldwirtschaft nicht beeinflussen kann.